You know the bed feels warmer, sleeping here alone. You know I dream in colors and do the things I want. You think you got the best of me, think you're at the last laugh, but you think that everything good is gone. Think you left me broken down, think that I come coming back. Baby, you don't know me, cause you're dead wrong. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little tall. Was für ein tolles Foto! Ja! Ich will auch ein! Kann ich auch? Ich habe auch noch keine Weihnachtskarte. Darf ich? Klaus, mit mir? Komm her! Sehr gut! Sehr gut! Das packen wir auf Insta. Der Weihnachtsmann. Dann haben Sie auch eins zu Hause. Können Sie einen Screenshot machen. Mich einfach rausschneiden. Ja? Ich störe da nur drauf. Nein. Können Nein. Sie sich rein... Nein, du hörst morphen. Klaus, wollen wir hinterm Bilderrahmen bleiben? Klaus und Opti wünschen frohe Weihnachten. Oh. Oh. Oh, wie schön. Also, das Foto haben wir. Tollen Auftakt haben wir. Was sagt ihr zum Auftritt von Klaus? Ray, so von Bart zu Bart, wie gefällt's dir? Ich, ganz ehrlich gesagt, also ich würde sehr gerne sehr stark anfangen, weil ich das Gefühl habe, weil ich deine Shows gesehen habe, dass es sehr schwach enden könnte. Also lieber hier oben anfangen, Menschen beeindrucken und dann merken die nicht, dass sie keine Ahnung von den anderen haben. Weil ich weiß genau, wer das ist. Nein. Ich bin zu 100 Millionen % sicher. Du weißt, dass wir diesen Satz von dir schon sehr oft gehört haben. Ja. Ray. Ja. Ray. Yes. Ray, und ich wollte mich nur kein Druck. Nur kein Druck. Ja. Würdest du wetten, Ray, würdest du dein Dutt, dein Zöpfchen, dein irisches Wurzelknöpfchen... Wurzelknöpfchen? Ich weiß nicht, was es ist. Aber die Haare ins Spiel kommen, dann wird er nochmal unten. Ich weiß nicht, was es Nein. ist. Nein. Ich,
ich wette nicht. Ich bin nicht so der Wettetyp, ich bin eher so der Machertyp. Alles klar. So, also, ich mache keine Wette. ich gebe ja, die Indizien waren ziemlich offensichtlich und wie immer sind die sehr... Klar. Also was, ganz hast, klar. Hast du welche erkannt? Ja. Welche? Was denn? Also, Klaus, der war einer. Okay. Mit diese Kugel. Mhm. Ja, diese... Die Christbaumkugel. Christbaumkugel, genau. Hier sowas zum Beispiel. Ja. Ich glaube, hier haben sie für... Also die Tatzen darauf habe ich nicht verstanden, aber ich glaube, das lenkt nur ab. Ah. Ich glaube, dass der Kugel ist so wie ein Ball, ein Planet oder vielleicht eine Welt, die einmal gerettet sein musste. Okay. Ja. Aha. Aha. Okay. Und hier. Zwei Dinge. Ja. Zwei Dinge. Diese Fotos, die alle gemacht haben, diese Person kenne ich, weil er ist auch ein sehr... Der liebt halt zu fotografieren, der hat sogar mich fotografiert. Das ist leider schiefgegangen, ich weiß, ja. Aber, und auch vor allem, sein Englisch ist nicht unbedingt so gut. Und beim Singen, sein Gesang ist richtig, richtig gut, aber sein Englisch ist, Und, Klaus, komm zurück. Nein. Klaus. Er ist halt sehr stolz auf sein Englisch. Ja, das muss man einfach sagen. Also, okay. Dein Englisch ist sehr gut. Also, ein sehr, sehr guter Freund, ein sehr, sehr, sehr guter Sänger, ein sehr, sehr guter Fotograf, muss man auch sagen. Das ist Tim Bensko. Okay, das ist der Tipp von Ray. I know you. Ja. Also Tim haben wir auch schon auf dem Schirm, ne? Du erzählst so, hier in dieser Runde so. Nichts Neues. Ah. Aber erstens ist dir aufgefallen, dass Casey beim Bartfriseur war und den Bart so ein bisschen gestutzt hat. Absolut. Sieht sehr, sehr gut aus. Absolut. Aus. Diese Keksdose hat mich irritiert. Welche Keksdose? Das sah aus wie so ein kleines... Das war ein Hammer? Ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, das ist ein Hammer. Keksdose. Aber der hat immer so gegen den Baum geschlagen. Ich mit der so, Keksdose. Hammer, ja, das Matteo, Calcia Candela, du bist Hammer. Ne? Hammer. Ruth is in the house. Aber, und hier, ne, wir haben jetzt hier ja auch schon wieder das Foto. Es war ja die Rede von einem Foto. Und Schatzi schenkt mir ein Foto, würde dann wiederum Steven Gätchen erklären, der ja auch in der Weihnachtssendung war, wo auch Micky Krause das Geschenk war. Was ja nicht ausschließt, dass der auch mal in einer ganz normalen Staffel hier mitmachen so, könnte. Und wo du so. Gerade Steven Gätchen sagst. Ja. Disney-Fan 987. Hat in der Join-App Folgendes geschrieben, das Rentier war Steven Gätchen, ja, richtig aufgepasst. Das könnte ein Indiz auf Joko und Klaas gegen ProSieben sein. Klaus ist auch so klein wie Klaas. Aber auch das ist der Tipp. Aber auch wie Gregor Gysi. Und Gregor Gysi kümmert sich auch um die Umwelt und will den Planeten retten und so, kommt aus Berlin. Ja, so. Und schon und roter Bart. Haben wir Gregor Gysi. Hat er Bart? Nein, wegen Rot. Roter Bart. Roter Bart. Der hat auch jetzt ein bisschen Zeit. Ja. Absolut. Also, absolut, ja. Okay, das sind eure Tipps. Sehr gut. Und ihr brauchtet gar nicht den Indizientresor. Ich meine, sag nur noch mal, Ray, das ist neu für dich. Ja. Aber du hast natürlich alle Shows gesehen. Ja. Aber jetzt noch mal ganz kurz live. Das ist der Indizientresor. Okay. Und den kannst du zusammen mit Ruth und Rick einmal pro Sendung bei einer Maske aufmachen. Ihr müsst euch aber einig sein. Später. Bei Klaus nicht. Später. Alles klar. Ja. Gut. Später. Vielen Dank, Klaus, für den tollen Auftritt. What is that? Was ist mit dem Rahmen jetzt? Nimmst du den nicht mit, oder was? Tschö. Du kannst von unseren Masken und unseren Auftritten nicht genug bekommen? Dann klicke hier. Oder abonniere doch gleich unseren Kanal, um kein einziges Video zu verpassen. Ich würde es tun, da oben. Außerdem kannst du hier nochmal alle Folgen in Ruhe auf Join ansehen.